Hallo meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu OPP-Spieltag Nummer 2. Ich muss mir meinen Blog hier erstmal vorbereiten. Nummer 3, wir kämpfen heute gegen El Presentos. Was geht ab, Freunde? Es geht heute ran gegen Present. Genau, ich schreibe hier Monster auf. Ich muss noch mein Team in den Damage Card packen. Present wartet schon, deswegen hier alles ein bisschen stressy. Falls ihr das Teamlink nicht gesehen habt, schaue ich auf jeden Fall unbedingt vorher das Teamlink an. Ich habe jetzt, wie im Teamlink erwähnt, nicht nochmal was geändert. Ich verlasse mich jetzt einfach auf meine Intuition. Und für die, die das Team nicht gesehen haben, ich habe absoluten Respekt vor Presents Team. Gefällt mir gar nicht. Muss ich jetzt durch und hoffen, dass irgendwas, was ich hier zusammengebastelt habe, gut funktioniert. Spoiler für den letzten Kampf. Presents steht aktuell 2-0. Ich stehe aktuell 0-2. Dementsprechend müssen wir jetzt hier auf jeden Fall einen Win ranholen. Auch für die Tabellensituation ist es natürlich wichtig und spannend. Ich überlege, okay, wir können A drücken, ich überlege, mit Vulnona zu leaden, weil er wird Pumpkin safe mit haben, weil Pumpkin sein bester Barschuft-Switchen ist. Und ich habe Angst, dass er, also ich werde Pumpkin sehen und werde sagen, wenn eine Pumpkin nicht dabei ist, dann liege ich immer mit Barschuft, aber ich werde Pumpkin sehen und sobald ich Pumpkin sehe, werde ich sagen, okay, ich leade mit Vulnona. Weil ich denke, dass er mit Pumpkin leadet. Ich muss aber schauen, was dann sein Flamethrower-Switchen ist, sein bester. Das wird alles sehr interessant. Vielleicht könnt ihr auch so, mit sowas liegen wie Choice Scarf, Rotom Frost oder so. Das wäre aber auch okay mit Vulnona dann im Lied. Ich weiß nicht, ob Present hier. Ich weiß nicht, warum die Leute hier immer ihre Anmut machen. Bei dem Zeitpunkt, wo man A drücken kann. Weil, keine Ahnung. So, zeig doch am Anfang so dein Team, deine 6 Mons. Nicht alle Leute haben das Teambuilding gesehen. Present macht nicht mal Teambuildings. Aber der erklärt ja seine Teams hier am Anfang, ne? Ach, scheiße. Okay, es geht los. Pumpkin ist dabei. Und sein Flamethrower Switchen ist Tortonator / Kabutops, aber das ist in Ordnung. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Das ist auf jeden Fall so, sind sehr viele Mons, mit denen ich gerechnet habe. Wir schreiben kurz auf. Pumpkin. Rotom. Frost. Kabutops. Ach du Scheiße. Tortonator. Aber ja, ich bin froh, dass ich Mighty Leap nicht mitgenommen habe. Wegen Skuntank auch allein schon. Skuntank und Kadabra. Okay, da habe ich meinen Schiff verlassen. Was hat er nicht mit? Hallo, der Dick hat er nicht mit, das ist nicht schlecht. Metang Noctua hat er nicht mit. Wichtig, wichtig für Palossand. Sehr, 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 sehr wichtig. Und Flauschinger hat er tatsächlich nicht dabei. Finde ich alles sehr, sehr nice. Ich würde, wie gesagt, sagen, dass wir mit Ninetales leaden, weil ich halt einfach keinen Bock habe, dass er mit Pumpkin Lead mein Barschuft Lead auskontern will. Weil Barschuft sieht halt, also imagine, überlegt halt, wenn Pumpkin weg ist, dann ist Barschuft, also auch so ist Barschuft eine Maschine, ne? Ich muss auch sehr schnell versuchen herauszufinden, welches, was für ein Pumpkin das ist. Wahrscheinlich sieht man das an der Animation. Lass mir das mal kurz angucken. Wie sieht denn Pumpkin aus? Erkenne ich das denn, wenn es so vor mir steht, was das für ein Pumpkin ist? Nee, die sehen alle gleich aus, ne? Die sehen legit alle gleich aus. Weil ich glaube, wir würden Pumpkin nehmen, aber die sehen halt alle gleich aus. Sub-Zero. Das Rotom Frost, okay, das ist fein. Das ist fein. Das ist halt das, was ich gemeint habe. Ihr könnt halt auch mit dem Choice Scarf leaden gegen mein... Sagt schon. Wen für Flammenwurf? Gegen mein Barschuft. Und da habe ich halt gar keinen Bock drauf. Imagine, ich hätte jetzt hier mit Barschuf geleadet, denke mir so, haha, ich bin ja schneller, er geht für Flipturn, er geht für Voltswitch und ich bin tot. So, da habe ich halt keinen Bock drauf. Deswegen bin ich hier sehr, sehr zufrieden mit dem Lead. Wie ihn für Flamethrower, er hat zwar, wie gesagt, Tortonator und Kabutops als Switch-Ins, aber wir haben Scorching Sands danach für Kabutops. Ja, yep, er ist Choice Scarf, das dachte ich mir. Das dachte ich mir nämlich. Ein Crit, perfekt. Das fängt ja super an. Genau das wollte ich hier tatsächlich sehen, den Crit. Der war super wichtig gerade, dass Present den bekommen hat. Für mich war ultra wichtig. Und da kommt jetzt natürlich Tortonator rein. Da wäre natürlich Scorching Sands geiler gewesen. Und das Problem ist, ich bekomme jetzt auch noch einen Live-Op-Schaden. Und ja, alles nicht so geil irgendwie. Ach du Scheiße. Was ist das für ein Start? Da bin ich direkt los. Tortonator heißt auf Englisch. Ach du Scheiße. Tortonator heißt auf Englisch Tortonator, okay. Ich habe keinen Bock, dass das irgendwie Shell Smash ist oder so, deswegen überlege ich hier für Scorching Sands zu gehen. Scorching Sands wird ihm so oder so auch guten Schaden machen.
Problem ist halt, durch den Crit wird er mich wahrscheinlich killen. Also legit, durch den Crit verliere ich wahrscheinlich meinen Vulnona. Das ist halt wack. Also so oder so ist es halt scheiße, weil kommen uns mehr Schaden durch, also Kabutops nimmt mich jetzt hops mit seiner Prio und allem drum und dran. Also der Crit war halt Gigabelasto. Ich könnte mir vorstellen, in Togetic rauszugehen. Ja, wir gehen hier raus in Togetic. Ich denke, dass Togetic hier ein feiner Switchen ist. Danach gehen wir mit Baden Pass wieder raus. Tordonato sollte, glaube ich, keine Rocks können. Wenn doch, wäre es egal. Aber ich glaube, oh, er wechselt raus. Okay, er doubled tatsächlich. Uff. Ich hätte überlegt, für Scorch Sand zu gehen. Oh, er geht raus. Naja, hat er gut gemacht. Present gut gemacht. Er ist, wie gesagt, Choice Scarfed. Wird hier wahrscheinlich... also er ist Choice Scarfed, ja, wissen wir ja. Weil jetzt muss ich mal kurz kalken. Togetic gegen Rotom. Frost, Choice Scarfed, Offensive Pivot. Bla bla bla. Modest müssen wir schauen. Der macht halt giga viel, ne? Also Volswitch macht mir keine 50%. Blizzard macht mir 52 bis 63. Ich werde hier trotzdem Staffette drücken, weil ich die Switch Advantage haben will. Wenn er für Volswitch geht, dann er geht für Blizzard, ja. Und der trifft natürlich. Chillig, chillig, chillig. Der macht ganz knapp über 50. Das ist halt leider ein bisschen wack, aber wir müssen hier für Slow Momentum gehen. Er ist jetzt im Blizzard gelockt, was mir quasi sagt, so yo. Ich könnte hier raus in Vulnona gehen. Ich könnte aber auch raus in Barschuft gehen. Und Crunch drücken. Oder halt Rollwände. Crunch oder Rollwände. Oder ich gehe raus und... Wobei ich mir vorstellen kann, dass Blizzard sogar Vulnona schon fast killt. Ich gehe raus in Barschuft. Drücke ich hier Crunch, ist die Frage. Drücke ich hier Crunch oder gehe ich für Flipturn? Ich gehe hier für Knirscher. Wir gehen einmal für Knirscher. Er wechselt raus und reinkommt Lola. Das müsste Pumpkin sein. Das ist Pumpkin und der kriegt jetzt einen Bandit Crunch ab. Er sieht mein Wahlband, das ist mir egal. Ich habe keinen Plan, wie groß der ist. Ah, das ist nicht ganz intuit. Der Death Drop. Okay, den nehme ich. Den nehme ich actually. Er hat Beulenhelm, das heißt, ich denke, er ist ein defensives Wege nochmal für Crunch. Safe. Den Death Drop nehme ich hier natürlich sehr, 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 sehr gerne entgegen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt ist Pumpkin auch kein Switchen mehr, weil ansonsten hätte er jetzt die Synthese drücken können. Das ist natürlich sehr, sehr gut für uns. Beulenhelm sehe ich natürlich. Gerade wenn wir hier Flipturn wollen nach und nach, Vice Press, yo, dem mache ich mit Beulenhelm halt einfach Schaden. Dementsprechend ist der Death Drop hier schon sehr lecker. Kann ich nichts gegen sagen. Ich kann mir vorstellen, dass Skantek hier einfach reinkommt, aber das wäre okay. Auf den bekomme ich dann auch Chip Damage drauf. Das nehme ich auf jeden Fall in Kauf. Und ja, dann können wir maybe... Muss ich mal schauen. Oh, er bleibt einfach drin. Stirbt der jetzt nicht einfach? Ach du Scheiße. Das nehme ich ja so dick mit. Pumpkin ist raus. Das ist richtig, richtig gut für uns. Das, Rotom, jetzt noch Rotom Frost. Und dann gewinnt Barschuft einfach gefühlt. Das wär's. Ich sag, nehme ich mit für den Vulnona-Crit am Anfang. Der war leider auch ein bisschen wack, weil ansonsten wäre ich maybe drin gewesen gegen Tortonator. Weil hätte ich auch Scorching Sands gedrückt, hat da Present schon gut gemacht mit Rotom Frost. Aber war trotzdem asozial. Hat trotzdem leider ein anderes Match verursacht. Aber ist okay. Nehme ich mit zweimal Beulenheim-Schaden, jetzt nicht so geil. Und ich krieg leider... Dings auch später nicht hochgehalten. Wieso habe ich Roost auf Togetic gepackt? Das merke ich jetzt. Ach du Scheiße. Wieso habe ich da nicht Weichei drauf? Egal, ist nicht so schlimm. Ich glaube, Present hat kein Pokémon mit Erdbeben, oder? Nee, hat er nicht. Ist nicht so schlimm. Sorry, Leute. I'm sorry. Habe ich nicht dran gedacht. Ist scheißegal. Okay, da kommt Skantank rein. Klar. Er weiß, yo. Bandit, dies, das. Gar keinen Bock drauf. Ich könnte mir vorstellen, hier in... Ja, wir gehen hier safe raus in Drudigon. Drudigon hat nämlich Rest. Das heißt, selbst wenn er irgendwie für Toxic oder so geht, juckt mich das nicht. Deswegen ist Drudigon hier schon sehr, 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 sehr nice. Kriegen da Beulenhelm, kriegen da Rauhautschaden drauf, falls er uns angreift mit Poison Jab oder irgendwas. Das nehme ich auf jeden Fall mit. So, er geht für Ränkeschmied. Oh, er ist speziell. Ist das schlimm? Drudigon, Skuntank, Nasty Plot, Level 50, killt uns nicht. Leute, macht ja gar nichts, Alter. Achso, das ist nicht auf +2. Er killt uns ja trotzdem nicht.
Und ich kill ihn auch nicht mit Erdbeben. Aber ich mache ihm schon mal so guten Schaden, dass er danach wenigstens an Dings sterben würde. Er geht für Dark Souls. Solange er mich nicht flincht, ist alles gut. Er macht ja nothing, Alter. Holy shit. Er ist Schucker, aber ist egal. Hat ja gar nichts gemacht. Der two-shotte mich ja nicht mal, lol. Ach du Scheiße. Der ist ja Gigawack. Oh, das hat aber gar nichts gemacht. Lol. Wieso hat das einfach nichts gemacht? Ach so. Warte mal. Der ist nicht 252 Special Attack, der ist 252 HP. Uff, aber ich muss trotzdem nochmal Erdbeben drücken. Muss ich nochmal machen. Geht für manchmal macht mehr Schaden als Darkwoods, ne? Oh ja! Ah, das nimmt man. Das nimmt man. Sehr gut. Das heißt, Present wahrscheinlich bei Darkwoods eine gute Roll getroffen. Jetzt ist er wenigstens Aqua Jet Range. Eine gute Roll getroffen. Und will ich mir. Ich glaube, ich will mir Hashirama actually aufheben. Ich glaube, ich will mir den aufheben. Geht er hier für Matschbombe? Und wen will ich rausgehen? Was ist sein Rocksetter? Wenn Kabutops. Aber spielt er wirklich Rocks auf Kabutops? Weiß ich nicht. Irgendwie habe ich Bock, Togetic zu opfern. Also nicht Bock, den zu opfern, aber ich spiele gerade mit dem Gedanken. Weil Hashirama kriege ich gegen Tortonato nochmal hochgeheilt. Was nice ist. Und das fühle ich. Ich glaube, ich möchte lieber mein Togetic hier an der Stelle opfern. Tatsächlich. Vielleicht geht er sogar für Dark Pulse. Bin ich noch mal schneller? Nee, schneller bin ich da nicht. Aber ist ja egal. Ja, ich will auf jeden Fall in Dings gehen. Ich weiß nicht, er wird, glaube ich, kein Zackmann spielen. Er wird leider Finalschlag spielen, was mich ein bisschen nervt. Das heißt, ja, ich werde ihn wahrscheinlich mit Vulnona killen. Dann geht nicht nochmal für Dark Pulse, das passt. Aber er ist halt schneller als ich, ne? Deswegen macht es eigentlich keinen Unterschied. Wenn ich Matchbomb switchen, maybe. Ich kriege ihn halt mit nichts gekillt, ne? Also ich kann hier von mir aus nochmal für Ruhrort gehen, in der Hoffnung, dass ich irgendwie eine Matchbombe, warum auch immer, leben würde. Weil wir sind ja speziell defensiv und er hat halt keinen. Ah, schade, okay. Schade, schade, schade. Ja, wie viele hätten wir den irgendwie in irgendeiner Welt leben können? Ah, ganz knapp leider nicht. Aber ich möchte raus in Ninetales gehen. Und für Scorching Sands gehen, I guess. Ja, weil ich keinen Bock habe, dass er in Dings rausgeht, dass er sich den irgendwie noch aufhebt. Möchte ich hier, glaube ich, für Brandsand gehen. Ja, ich gehe für Brandsand. Ich habe nämlich keinen Bock, dass er den sich aufhebt und in Tortonato rausgeht. Ich glaube nicht, dass er hier raus in Rotom gehen wird. Das sehe ich in keiner Welt. Ja, er lässt ihn einfach opfern. Okay. Ich wollte ja nicht, dass Barschiff hier. Barschiff darf hier keinen Chip-Damage fressen. Jetzt wird halt wieder sein Rotom rauskommen. Das Problem ist, mein Barschiff und sein Rotom sind halt so übel strong. So no switch in strong. Aber das Gute ist, dass er gescarft ist. Was tatsächlich sehr nice für mein Dings ist. Für mein Palossand. Ich muss hier leider, glaube ich, trotzdem für Flamethrower gehen, weil ich glaube, Present wird hier predicten, dass ich in Palossand rausgehe. Wie viel würde Palossand von Blizzard bekommen? Wahrscheinlich viel zu viel. Wahrscheinlich viel zu viel. Ja, der tötet mich halt einfach. Das heißt, und Blizzard würde wahrscheinlich auch Ninetales ab dem Zeitpunkt killen, oder? 34 KP. Blizzard killt auch mein Ninetales. Das heißt, ich muss hier für den Miss hoffen. Oh, Shadow Ball. Okay, okay. Schöner Midground Play von Pleasant. Den sollten wir, glaube ich, nicht leben, oder? Ne, den leben wir leider nicht. Guter Midground Play. Er ist jetzt in Shadow Ball gelockt. Das heißt, wir gehen jetzt raus in Phalanx. Phalanx. Weil er hat keinen Close Combat Switch in. Den besitzt Pleasant nicht. Dadurch, dass Dings weg ist. Wir können auch für Steinhagel. Nee, ich würde, glaube ich, am liebsten für Close Combat gehen. Kadabra bekommt auch viel zu viel Damage. Überrumpler ist später vielleicht noch wichtig. Die Rocks würde ich super gerne rausbekommen. Ist eigentlich auch wichtig. Wir gehen jetzt hier erstmal für Nahkampf. Hätte ich in Palossand rausdoubeln können? Maybe. Oder in Dings wahrscheinlich sogar eher. In Dradigon. Aber das können wir später immer noch machen. Die Rocks eigentlich rauszubekommen für Rotom ist super, super, super wichtig. Wir haben Überrumpler und wir haben Aqua Jet für Rotom später. Was ganz nice ist. Okay, er wechselt hier raus. War es hier sein Close Combat Switchen? Ja, ja. Tortonato kommt nicht rein. Da wäre Dradigon schon nice gewesen. Aber ich sag, auf den guten Damage drauf zu bekommen, fühle ich auch. Problem ist, ich darf den eigentlich nicht. Also, der darf eigentlich nicht sterben für mein. Für mein Dradigon. Aber ich muss den hier eigentlich töten. Ich glaube, ich muss das schon beinahe in Kauf nehmen.
Außer wegen raus im Pedocent. Ja, der kann auch Rapid Spin. Ich würde halt den hier so gern wieder hochgehalten bekommen für Kabutops später. Wie mache ich denn das jetzt? Wie mache ich denn das? Behält sich Present Tortonator, ist die Frage. Ja, Pelos, also Kadabra ist halt später auch noch ein dickes, dickes Problem. Da muss ich halt schon fast Pelosand opfern. Oder halt Hashirama, weil den kriege ich eh nicht mehr. Geil, ich gehe jetzt hier für Nahkampf. Wir müssen dann Hashirama wahrscheinlich abschmeißen. Alter, ihr stirbt die ganze Zeit einen Mann nach dem anderen. Das ist schon ein sehr offensiver Kampf. Wir müssen mal schauen, wie das wird. Ich habe noch ein paar Prios in der Bag, was ich halt fühle. Wir haben noch ein paar Prios, was sehr, sehr nice ist. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob er Choice Scarfed auf, ob er Focus Sash auf Kadabra spielt. Das wird auch noch interessant. Würde Kadabra von Basculin ein Leben, ein Aqua Jet? Kadabra rein? Nö. Außer er ist halt natürlich Sash, ne? Wir haben halt Überrumpler. Also ich kann nicht safe Hashirama abschmeißen. Das ist halt gigasafe. Hashirama kriege ich gegen gar nichts mehr hochgehalten. Gegen gar nichts mehr. Und je nachdem, was er einsetzt, dann kann ich halt adaptieren. Ich hoffe, der hier spielt er nicht auf Setup drauf. Psychinese, ja. Er nimmt sich hier den Kill. Und jetzt können wir raus in Pelosand gehen, glaube ich. Pelosand sollte... Ich glaube, es war ein Crit, ne? Sonst hätte ich nicht so gejubelt. Ich sehe es gerade nicht. Pelosand sollte jeden leben. Und ich könnte ihn... Ich könnte aber auch hier raus in Funny Skin und für Überrumpler gehen. Und dann kann er raus in Kabutops gehen. Hier in den Spukball hat er keinen Switch in. Ich würde so gerne eigentlich auch noch die Tarnstände rausholen. Ich würde so gerne auch noch die Tarnstände rausholen. Aber weiß ich nicht, wie worth das ist, wenn ich dafür einfach einen Mon verliere. Deswegen gehe ich hier einfach für den Spukball. Ja, ich gehe einfach für den Spukball. Wenn er Sash ist, dann kriege ich seinen Sash angebrochen, was auch wichtig ist. Und falls er rauswechselt, den Kabutops oder Rotom Frost bekommen die auch ultra viel Damage. Was auch super wichtig ist. Für den Aqua Jet von Basculin. Ich weiß halt nicht, ob er Focus Sash ist. Ich könnte es mir schon vorstellen, das ist das Problem. Das Problem ist, dass ich es mir leider sehr gut vorstellen kann. Da bringen mir halt auch die Rocks nichts, ne? Aber er müsste da halt jetzt rauswechseln. Und wen will er hier reinschicken? Rotom Frost? Bekommt halt super viel Damage. Aber es ist das einzige Mon, was mich danach auch killen kann. Ich glaube, wir leben sogar von Kabutops nämlich noch alles. Müssen wir nämlich, glaube ich, noch alles leben. Ja, Liquidation, Adamant, Life Orb leben wir. Liquidation, Adamant, Choice Band leben wir nämlich auch. Und zwei Shadow Balls killen ihn. Er wechselt nämlich raus. So. In wen geht er? Er geht raus in Rotom. Okay. Ich glaube, er muss glaube ich, Sash sein. Legit. Aber den Chip Damage hier nehme ich halt richtig, richtig gerne. Den nehme ich richtig, richtig, richtig gerne. Ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet tatsächlich, aber ist okay. Sache ist die, wenn er jetzt für Shadow Ball geht. Blizzard wird uns halt killen, ne? Shadow Ball killt uns nicht. Sandsammler ist eigentlich kein Play. Tarnstein eigentlich auch nicht. Ich muss weiter angreifen und auf den Miss hoffen. Tatsächlich. Wir gehen weiter für Shadow Ball. Uff. Shadow Ball leben wir halt ein. Und dann kriege ich den Chip Damage auf ihm drauf, den ich brauche. Pff. Ach du Scheiße. Ich habe halt noch meine beiden Prios. Jetzt wird es halt interessant, was diese... Ich glaube, diese Runde hier wird wahrscheinlich jetzt das Match entscheiden. Er geht für Spukball, den leben wir aber. Das ist tatsächlich ziemlich gut, weil wir den leben. Er wollte nicht den Miss riskieren. Tarnsteine wären es nicht gewesen. Shadow Ball, kriegen wir jetzt den Chip drauf, den ich brauche? Shadow Ball. Er geht für Shadow Ball. Wenn ich jetzt in Phalanx gehe... Auf Rotom... Frost, wie viel hat... Okay, jetzt muss ich kurz kalken. Das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Pelosand, er hat Shadow Ball. Shadow Ball macht ein bisschen mehr als 50... Ja, ist richtig. Das passt so, Timmel 252. Könnte ich gleich schauen, auf was er runter muss. Shadow Ball macht ca. 34. Ja, das passt alles. Phalanx kriegt von Shadow Ball 41 bis 49 und First Impression sollte ihn hier ab der Range killen. Das heißt, ich könnte mir Dings noch aufheben als Zack mein
Palosand und das fühle ich tatsächlich, den mir als Sack aufzunehmen. Deswegen gehen wir hier raus in Phalanx. Geht für Shadowball, ja. Naja. Macht nicht mal über 50%, das ist klar. Und wir können hier jetzt für Überrumpler gehen. Wir können hier jetzt für Überrumpler gehen. Kabutops. Frage ist, geht Present hier raus in Kabutops? Weiß ich nicht. Kabutops. Killt uns mit Liquidation und ist leider ist halt leider schneller als Phalanx. Das ist halt ein bisschen wack. Ich habe über Selecberry-Dings nachgedacht. Selecberry-Ausdauer wäre viel, viel besser gewesen. Ach du Scheiße. Wobei er halt maybe Aquajet hat. Dann ist halt die Frage, ist er gechoiced? Ist er Choice Bandit maybe? Aber wir gehen hier für First Impression. Weil ich will mir Palosand noch als Stack aufheben. Ich brauche immer einen Stack mehr, theoretisch gesehen, als Present. Die Frage ist halt auch immer noch, spielt er Focus Sash auf Kadabra? Wenn ja, ultra gut für ihn. Wenn nein, ultra gut für mich. Das ist halt noch immer die Frage. Das ist halt immer noch die Frage, die ich mir stelle. Kann Kabutops hier gewinnen? Nein. Kann er nicht. Barschuft ist noch zu voll dafür. Können wir Liquidation drücken. Aquajet geht mich natürlich nicht. Er wechselt tatsächlich raus. Oh, ich hätte doch für Close Combat gehen können. Oh nein, er geht in Dings raus. In Kadabra. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Überrumpler kommt. Und der ist Sash. Aber das ist egal. Weil ich kann hier jetzt Palosand opfern. Deswegen ist es egal. Wir opfern hier Palosand. Gehen danach wieder raus in Phalanx. Wobei ich da... Ja doch, müsste ich eigentlich. Weil dann könnte auch ein Kabutops danach rausgehen. Boah. Geht ja auf die First Impression, dann raus in Kabutops. Ich glaube, dann würde ich verlieren, oder? Kann ich jetzt nicht auch Aquajet mit Dings spam? Mit Basculin? Nee, macht auf Kabutops zu wenig. Aber wenn er dann raus in Kabutops geht, kann ich immer noch raus in... Ah, nee, das lohnt nicht. Wie mache ich das? Ich gehe raus in Phalanx. Basculin ist es noch nicht. Der ist es einfach noch nicht. Wenn er jetzt raus in Kabutops geht, auf meine First Impression, dann sollte ich das doch theoretisch gesehen gewonnen haben, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Weil dann killen ihn zwei Aquajets, beziehungsweise ich gehe halt für den stärkeren Move. Ich gehe jetzt für Überrumpler. Oh, er lässt Kadabra sterben. Okay, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay, strong. Das ist wichtig. Okay, ach du Scheiße. Geiles Match. So, Kadabra's down. Mit First Impression gekillt. Sub-Zero kommt wieder rein. Oh, ich weiß, was er tun will. Er will für Bold Switch gehen. Aber wir leben in Bold Switch, hä? Er muss für Blizzard gehen eigentlich. Oder für T-Bolt. Aber T-Bolt wäre gut. Wäre das gut? Das wäre gar nicht gut. Ich muss hier für Nahkampf gehen. Mal schauen, für was Present geht. Für Donnerblitz leben wir den? Nee, Shadow War hat was 50 gemacht, oder? Ah, close. Hätten wir den leben können? Ist die Frage. Phalanx gegen Rotom. Frost. Uff. Nee, hätten wir nicht. Das heißt, wir müssen jetzt in Kisame gehen. Wir müssen eigentlich für Aquajet gehen. Aber dann verliere ich gegen Kabutops. I guess. Ja. Darauf wird es hinauslaufen. Ich hatte auch über Choice Scarf Bestien nachgedacht. Wäre es jetzt hier gewesen? Ich muss für Wasserdüse gehen und wir verlieren das hier 1-0. Ah, oh, aber geiles Match. Das ist ein richtiger Schlagabtausch mit Present. Ach du Scheiße. Es sei denn, Kabutops hat jetzt nichts. Also muss jetzt irgendwie Stone Edge hitten oder so. Das kann natürlich auch noch sein. Dass sowas hier passiert. Dass er hier eine Stone Edge hitten muss. Aber Aquajet macht nicht mehr über 50%. Da müsste ich mindestens einen Crit bekommen. Das kommt halt auch noch dazu. Ich weiß ja nicht, was Kabutops jetzt noch kann. Das ist halt jetzt die Frage. Boah, ist spannend. Echt spannend. Aber ich fühl's. Dass wir wenigstens ein spannendes Match haben. Wasserdüse kommt. Macht es über 50? Nein, macht's nicht. Bruchrüstung? Kann Present mich jetzt killen? Muss er eine Steinkante hitten? Blutsauger. Oh! Den leben wir mit 2 KP? Jetzt müsste ich den Ultra-Crit meines Todes bekommen. Den Ultra-Crit-Sauce. Ah, oh, ich hätte nicht... Ah, nee, ich hätte nicht für Liquidation gekannt. Ach du Scheiße, ich dachte schon.
dass ich dann gewonnen hätte. Hätte ich ja gar nicht machen können. Okay, jetzt müsste ich den Ultra-Crit des Todes bekommen. Und den kriege ich nicht, okay. Holy shit, GG. Ach du Scheiße, sehr, sehr guter Kampf. Ach du Scheiße. Ah, ich hätte diesen Win so gerne gehabt. Es war echt close. Es war echt giga close. Aber ich gönn's Present, hat er gut gemacht. Er hat natürlich auch sehr viel Pech gehabt mit dem Crunch of Punch. Und dadurch ist seine Barschaftsantwort wegflöten gegangen. Ja, hätte ich im Team in dem vielleicht doch irgendwas anders machen sollen. I guess. Aber doch, ich bin doch trotzdem relativ zufrieden, wie viel wir trotzdem noch aus dem Kampf rausgeholt haben. War ein geiler Kampf. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir ist auf jeden Fall unbedingt eine positive Wertung da. Leider gehen wir jetzt 0-3. Das ist leider echt wack. Und Present geht jetzt 3-0. Aber jetzt müssen wir halt irgendwie so Aufholjagd starten, ne? Ja, er hat geschrieben, auch was ein wilder Kampf. Kmampf hat er geschrieben. Halt echt. War sehr geil. Okay, Leute. Schau auf jeden Fall auch die Sicht bei Press. War ultra nice. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao.